Das geht zu weit. Was hat Iris mit Drogen zu tun? Schon viel Scheiße über mich in der Presse gelesen, aber das... Deswegen bringen sich ja viele um oder haben tatsächlich ein Alkohol- oder Drogenproblem, weil man dagegen nicht vorgehen kann. Wer ist Iris Klein? Kommentieren sie dann natürlich direkt unter mein Foto, ohne zu wissen, wer ich bin. Die soll arbeiten gehen und uns in Ruhe lassen. Benvenuti ragazzi! Mein letztes Video beinhaltete ja eine Fragerunde von Iris und da kam es ja heraus, dass es mit ihr und Mr. T vorbei ist. Und nachdem ich das Video gemacht hatte, ihre Fragerunde war noch nicht zu Ende, kam dann noch etwas ein bisschen in Richtung Liebeskummer. Und natürlich fällt ihr das Ganze auch nicht so leicht. Und dann wurde sie auch gefragt, welches Problem sie denn mit ihren Brüsten bzw. den Implantaten hat. Ich bin freudig erstaunt, wie gelassen du mittlerweile bist. Herzlichen Glückwunsch. Naja, ganz so leicht stecke ich auch diese Trennung nicht weg. Natürlich nagt das auch an mir und macht mich traurig. Aber es ist ja beidseitig für uns besser so. Ich habe einfach zu viel erwartet bzw. erhofft. Welche Probleme hatten Sie mit den Brustimplantaten? Die haben sich leider nicht wirklich gesenkt und weil ich dadurch sehr oft keine Luft bekomme, ich bereue diese OP sehr. Verschließe dein Herz nicht zu doll und zu lange. Irgendwann kann man sich nicht mehr öffnen. Dann wird das wohl so sein. Erzwingen kann man sowieso nichts und die Angst vor einer Enttäuschung ist gerade viel zu groß. Und ganz fresh und aktuell hat Mama Iris bei Instagram gepostet. Ja, sie ist in ein Kiosk oder in ein Zeitschriftengeschäft gegangen und da hat sie dann eine Schlagzeile von sich gesehen im Zusammenhang mit Drogen. Also da hat ja einer dieser Yellow Press mal wieder Schlagzeilen um jeden Preis machen wollen und wohl auch, ja, auch gemacht. Mama Iris findet das Ganze natürlich nicht ganz so lustig. So Leute, ich habe hier schon viel Scheiße über mich in der Presse gelesen, aber das, also das geht zu weit. Was hat Iris mit Drogen zu tun? Rein gar nichts hab ich damit zu tun und auch nie damit zu tun gehabt. Was schreiben sie denn? Wo habe ich denn was mit Drogen zu tun? Darf doch wohl nicht wahr sein. Naja, aber immerhin habe ich ein schönes Bild drin. Drogenskandal, weil irgendjemand hier einen Joint raucht, bin ich schuld. Also, Leute, bitte glaubt nicht alles, was die Presse schreibt und schon gar nicht, was die schreiben. Das ist ja sowieso immer alles gelogen. Danke, Leute, das ist so süß. Ganz viele von euch schreiben mir gerade, ich soll doch da irgendwie gerichtlich gegen vorgehen. Das Problem ist immer, als Person des öffentlichen Lebens, ist man immer zum Abschuss freigegeben. Deswegen bringen sich ja viele um oder haben tatsächlich ein Alkohol- oder Drogenproblem, weil man dagegen nicht vorgehen kann. Es gibt ja diese Meinungsfreiheit, die gibt es zwar nicht bei der Politik, aber die gibt es halt bei prominenten Personen. Deswegen gibt es ja hier so viele Hassgruppen, hier Facebook, auf Instagram und jeder gibt seinen Senf dazu. Gerade eben habe ich so ganz tolle Mädels kennengelernt im Supermarkt und die haben auch gesagt, sie verstehen das gar nicht. Also wenn die Leute vor mir stehen, sind die immer, immer nett. Es gab es noch nie der Vorfall, dass mich jemand beleidigt hat, so wie jetzt hier anonym im Netz. Da schreiben sie, die Alte ist fett und hässlich und was auch immer ich alles bin, aber privat, wenn die vor mir stehen, sind die super lieb. Danke dafür. Und das Beste ist, wenn dann die Leute schreiben, die Alte soll jetzt mal Ruhe geben. Leute, ich rufe bei der Presse nicht an und sag, macht mal bitte einen Artikel, ob positiv oder negativ. Nein, die ziehen sich entweder alles aus den Fingern oder gucken hier auf Instagram, wurschteln das Ganze so ein bisschen um, dass es direkt ein Skandal ist. Wenn ich jetzt mal rot über die Ampel fahre und würde das euch erzählen, noch keine 2 Stunden später würde in der Presse stehen, wollte sie einen Mord begehen? Fragezeichen. Jedes Mal wundere ich mich nur noch. Das Schlimme ist aber, dass es so viele Leute gibt, die den Schrott glauben. Oder sie soll aus der Öffentlichkeit verschwinden. Oder wer ist Iris Klein? Kommentieren sie dann natürlich direkt unter mein Foto, ohne zu wissen, wer ich bin. Die soll arbeiten gehen und uns in Ruhe lassen. Leute, ich lasse euch doch in Ruhe. Ihr lasst ja mich nicht in Ruhe.
Also denkt mal drüber nach, dass ich auch nur ein Mensch bin mit Gefühlen, so wie alle anderen Prominenten. Das ist ja fast schon ein Schimpfwort. Promi ist ja heutzutage ein Schimpfwort geworden. Was ist prominent, wenn man die Leute kennt oder der eine oder andere kennt? Also mich kennen ja auch einige. Ich betitel mich selbst nie als Star oder als prominent. Mich kennen halt nur viele. Dafür kann ich ja nichts. Es ist mein Job. Ich mache den schon so viele Jahre. Seit 1996 bin ich im Fernsehen. Immer wieder mal irgendwo. Ja. Und den Preis, den man dafür zahlen muss, wenn man kein dickes Fell hat, sind solche Artikel. Vielleicht soll ich doch mal anfangen zu saufen, ey. Ach so, noch was. Man verdient damit 0,0 Cent. Weil immer viele denken, ah, die macht nur Presse, dass sie Geld verdient. Ich krieg davon nichts. Wenn ich für jeden Presseartikel nur 1 Euro bekommen würde, dann wäre ich echt schon reich. Aber das bin ich nicht. Also beruhigt euch, ich krieg kein Geld dafür. Nur die Leute, die bei der Presse anrufen und irgendwelche Fotos verkaufen oder irgendwelche News, die kriegen 50 Euro oder so. Aber ich krieg nichts davon und ich rede auch nicht mit denen. Wenn eine Presseanfrage kommt, dann kommt die ans Management, dann schreibe ich meinen Senf dazu und dann wird es so gedruckt. Aber meistens wird es auch mal wieder anders formuliert. Leute, beruhigt euch und glaubt nicht alles, was geschrieben wird. Danke. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich gehe jetzt bei Aldi einkaufen. Und nein, ich bin nicht pleite, ich gehe gern zu Aldi einkaufen, falls gleich wieder was kommt. Warum sie bei Aldi einkaufen geht. Jetzt fragt ihr mich alle, warum gibt es Hassgruppen? Ganz einfach. Das sind meistens Leute, die mit sich selbst ein Problem haben, denen es nur gut geht, wenn sie andere, denen es gut geht, mit runterziehen. Dann geht es dann besser. Deswegen gibt es Hassgruppen. Die haben ein Problem mit sich selbst und nicht mit mir, weil ich tue ja niemandem was. Ihr könnt mir zuschauen bei meinem Leben. Ich bin ab und zu im Fernsehen, ich bin hier auf Instagram aktiv, aber ich tue ja keinem was. Ich lästere hier über niemand, das wisst ihr auch. Gut, okay, Anfang letzten Jahres, aber auch da war es nur familiär, mehr nett. Also, beruhigt euch alle wieder, sind wir alle wieder gut und starten schön den Tag. Ach so, meine Kamera ist auch super. Ich finde, die macht ein super Bild. Wie findet ihr das, dass die Yellow Press mit allen Mitteln versucht, Skandale zu inszenieren, Auflagen zu erhöhen und dann auch ja mit fragwürdigen Schlagzeilen versucht, das Interesse der Leser auf sich zu lenken und wo ja vieles dann doch an den Haaren herbeigezogen, gezaubert wurde, wird? Wie findet ihr das Ganze? Kommentiert, abonniert. Ihr könnt auch gern analysieren. Spielen wir mal selber Yellow Press. Ciao, ragazzi.